Guten Abend, herzlich willkommen im Schillerhaus, das Haus der deutschen Minderheit in Bukarest. In diesem Jahr, am 1. Juni, werden wir 66 Jahre seit der Gründung feiern. Heute Abend haben wir einen Ehrengast, der auch vor vielen Jahren im Schillerhaus sehr viele, sehr interessante Vorträge gehalten hat. Professor Dr. Hans-Peter Niedermayer. Heute wird er einen Vortrag halten über die Medien und die Globalisierung der Sprache. Zunächst mal sage ich herzlich Dankeschön, dass ich hier eingeladen worden bin und dass ich heute bei Ihnen sprechen darf. Und muss mich gleichzeitig entschuldigen, dass ich alles in deutscher Sprache mache, obwohl ich schon 99 Mal in Rumänien war, habe ich meine Zählung nochmal überprüft, bin ich der rumänischen Sprache nicht so mächtig. Das ist sehr peinlich für mich, ist aber ein Kompliment an diese Zielgruppen, mit denen ich in den letzten 25 Jahren seit 1996, ich weiß gar nicht, 25, ja, hier in Rumänien tätig bin. Das ist ein Kompliment an die Zielgruppe, weil die so gut Deutsch sprechen. Deswegen habe ich immer gesagt, da brauche ich nicht noch Rumänisch lernen, wenn die so gut Deutsch sprechen. Das ist eine ganz tolle Sache. Zudem bin ich nicht so sehr sprachbegabt und ich komme aus Bayern. Und in Bayern ist es ja so, dass bei mir die erste Fremdsprache war Deutsch, die zweite Fremdsprache war Latein bei mir. Und dann erst in der dritten Fremdsprache war Englisch. Und insofern bin ich etwas gehandicapt bei den zusätzlichen Fremdsprachen, die ich da noch lernen sollte, eben weil ich nicht so sprachbegabt bin. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier zum Thema die Bedeutung der deutschen Sprache sprechen darf. Also nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Und ich habe mir die Erlaubnis geholt, weil ich ja im fortgeschrittenen Alter bin, dass ich sitzen darf. Man hat mir gesagt, das ist auch familiärer. Und da habe ich das gleich als Angebot genommen, hier das wahrzunehmen. Und deswegen setze ich mich jetzt hin, wenn Sie das nicht als unhöflich empfinden, Chefin Frau Dulio. Also das ist, jetzt muss ich noch schauen, ob der technische Direktor mir auch die Erlaubnis gibt, hier zu sprechen. Es ist tatsächlich mir eine große Freude, hier wieder im Schillerhaus zu sein, weil ich in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren sehr häufig hier auch war mit meinen Medienseminaren, mit den Seminaren für die Auswahl von Stipendiatinnen und Stipendiaten und auch für Seminare mit Alumni, mit ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten der Hans-Seidel-Stiftung, aber auch des World University Service, den Romania, den wir hier auch in Zusammenarbeit gemacht haben und so weiter. Also ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen an das Schillerhaus und freue mich, dass ich hier wieder sein darf. Lassen Sie mich das Referat beginnen, indem ich deutlich mache, dass ich ein Herzenseuropäer bin. Oder um gleich mal ein Fremdwort zu nehmen, ein Corazon-Europäer. Warum? Weil ich keine Vorfahren habe, die außerhalb von Bayern kommen, also bayerischer Föderalist bin, aber ich ein großer Europäer bin, was diese Integrationskraft dieses Kontinents anbetrifft und auch die Notwendigkeit, europäisch zu denken. Der frühere bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß, mit dem ich übrigens das erste Mal in Rumänien war, also mein erstes Mal in Rumänien war mit ihm zusammen in einer Delegation 1981, wo der Bundesratspräsident, also ganz oben im, um wieder ein englisches Wort zu bringen, im Ranking der
Bedeutung, was die Staatsämter anbetrifft, ganz oben nach Bundespräsident, Bundeskanzler und so ist der Bundesratspräsident und bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß nach Rumänien gereist auf Bitte von dem Bundespräsident Karl Carstens und dem Bundeskanzler Helmut Schmidt, mit dem er sich ein halbes Jahr vorher noch duelliert hat, politisch duelliert hat, im Kampf um den Bundeskanzleramt. Im Auftrag von diesen beiden, Bundespräsident und Bundeskanzler, ist er nach Rumänien gereist, um mit dem damaligen Präsidenten Ceausescu zu verhandeln in Sachen Freikauf für Leute, die der deutschen Minderheit angehören. Und da sollten wir, um dieses Treffen mit Ceausescu nicht noch aufzuwerten, deswegen wollte ja auch der Bundespräsident und der Bundeskanzler nicht kommen, hat man noch eine Ausstellung Freistaat Bayern in den Messehallen hier zur Tarnung noch gebastelt. Und der zuständig war für diese Sache von der Hans-Seidel-Stiftung, der hat Staubasthma bekommen und musste zurückbeordert werden. Und dann bin ich und ein Kollege aufgefordert worden, etwa 10 Tage bevor der Besuch anstand, runterzufliegen und mit dem Motto, Auftrag rettet, was zu retten ist. Sonst ist der Delegationsleiter, eben Franz Josef Strauß, mittelschwer böse. Und dann haben wir versucht, das zu retten, was zu retten ist. Das war mein erster Besuch, wo ich auch dann in unmittelbarer Nähe des Schillerhaus hier im Hotel nebenan genächtigt habe. Also ich habe 1981 den ersten Kontakt hier gehabt und dann erst wieder ab 1994 zu dem Zeitpunkt, wo wir auch unser Büro aufgemacht haben mit starker Unterstützung von Frau Luise Schifter-Popescu, die uns die ganze Zeit und speziell auch mir eine große Hilfe und Unterstützung war und die mich immer motiviert hat, in allen Bereichen meiner Arbeit Rumänien nicht zu vernachlässigen, sondern in den Mittelpunkt meiner Arbeit zu rücken. Aber jetzt habe ich diesen Satz so lang gemacht, dass ich ihn jetzt wieder zurückführen muss. Franz Josef Strauß hat mal gesagt, meine Heimat ist Bayern, mein Vaterland ist Deutschland und unsere gemeinsame Zukunft ist Europa. Und das sehe ich ähnlich, wobei man das jetzt nicht mehr so in Deutschland sagen dürfte, diesen Satz. Warum? Weil allein schon das Vaterland gegendert werden müsste, hätte werden müssen mit Vater und Mutterland. Und deswegen sehen Sie mir nach, dass ich dieses ältere Zitat so original überbringe und nicht in dieser Form, wo ich alle Geschlechter mit integrieren muss. Zu diesem Thema komme ich aber auch noch. Wer heute von Europa spricht, sollte nicht nur die Europäische Union meinen, die als Zweckgemeinschaft für Wirtschaft, Finanzen und Sicherheit dient, sondern man sollte auch an Europa als Wertegemeinschaft denken. Geprägt durch das Erbe, das uns das römische Recht, die griechische humanistische Bildung und auch die christliche Lehre gegeben hat. Allerdings gibt es trotz der gemeinsamen Wurzeln viele Sprachen, die in Europa aktiv gesprochen werden. Es stimmt natürlich, die Sprache trennt Völker, die Sprache ist aber auch ein Bindeglied zwischen Völkern. Die Sprache kann, so sagt der große deutsche Forscher Wilhelm von Humboldt, unter keiner Bedingung wie eine abgestorbene Pflanze erforscht werden, denn Sprache und Leben sind unzertrennlich. Das Evangelium des Johannes beginnt in der Bibel mit dem Satz, im Anfang war das Wort.
Es lässt also mit dem Wort Gottes, der Magna Carta des Wortes, die Schöpfung beginnen und dient in religiöser Hinsicht und deutet in religiöser Hinsicht die enge Verbindung zwischen Wort und Geist an. Die Entfaltung der Sprache und der Sprachfähigkeit wurde bereits in früheren Zeiten besondere Bedeutung zugemessen. Das Wort wird vor allem gebraucht, damit wir über die Dinge sprechen können im Sinne eines Meinungs- und eines Erfahrungsaustausches. Auch heute ist die Sprache meines Erachtens wichtiger, als man gemeinhin glaubt. Die Sprache prägt schließlich unsere Auffassung von der Wirklichkeit. Und es ist auch feststellbar, dass Sprachregelungen politische Konsequenzen haben können. Dass sich autoritäre Gesellschaften einerseits und auf der anderen Seite liberale demokratische Gesellschaften auch in der Sprechweise unterscheiden. Wer, wie die Großeltern oder Eltern der heutigen Jugend, aber vor allem die Großeltern der heutigen Jugend, mitbekommen hat, wie die großen Verführer und Diktatoren, vor allem Hitler und Stalin, die Sprache für ihre Zwecke eingesetzt haben, der kann beurteilen, wie Ideologen mittels der Sprache Massen und Personen in ihren Bann ziehen können. Das Wörterbuch des Unmenschen sollte unseren Blick geschärft haben. Die Sprache ist das Bindeglied zwischen den Völkern, trennt aber die Völker auch in gleicher Weise. Jede Sprache, die wir kennen, ist durch andere Sprachen logischerweise beeinflusst, ist mit anderen Sprachen vermischt. Wie sollte dies bei Deutschen, bei Rumänen anders sein, die beide ringsum von Nachbarn anderer Sprachen umgeben sind? Kommen wir zu Urteilen und Vorurteilen bezüglich der deutschen Sprache. Verglichen mit den romanischen Sprachen, Französisch, Italienisch, Spanisch, Rumänisch, hat die deutsche Sprache ein nicht so gutes Image. An diesem Image sind wir aber zum Teil selber schuld. Wenn wir mit Ausländern über die deutsche Sprache reden, sagen wir häufig in einer Mischung von Arroganz und gleichzeitig Mitleid, deutsche Sprache, schwere Sprache. Stimmt diese These, deutsche Sprache, schwere Sprache, überhaupt? Zum Teil ja, zum Teil nein. Das kann man so und so sehen. Also ich meine auf jeden Fall, man kann Punkte für das eine wie für das andere bringen. Und ich bringe jetzt mal aus meiner Sicht Punkte für das eine und für das andere. Ja, dieses Vorurteil stimmt. Es ist vergleichbar eine schwere Sprache, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit dem Englischen und die Artikel sieht, der, die, das, dass Leuten, die die deutsche Sprache anfänglich lernen, nicht unbedingt Begeisterungsstürme hervorruft bei denen, sondern schon Schwierigkeiten gibt, auch Deutschen, die gewohnt sind, im Dialekt zu sprechen. Ich erinnere nur an die Leute aus dem Kohlepott aus Nordrhein-Westfalen, die haben auch ihre eigenen Artikel bei den Begriffen und bei den Wörtern, die nicht unbedingt genauso sind, wie die in der deutschen Grammatik vorgeschriebenen. Verglichen mit dem Englischen, wo es ein Artikel gibt, ist es also schwerer. Und auch andere Grammatikbereiche kann man betrachten, wo es auch schwerer ist. Ich will da nicht eingehen, weil ich kein Germanist bin und hier in dem Schillerhaus
traue ich mich nicht, da in Einzelheiten zu gehen, wo ich vielleicht mich vergaloppieren würde und dann korrigiert werden würde von Germanisten, die deutlich besser sich dann auskennen hier im Raume wie ich bei der deutschen Sprache. Nein, würde ich sagen, betrachtet man verschiedene Modelle der Wortbildung. Der Sprachwissenschaftler Professor Dr. Roland Kühlbrand spricht dabei von der sogenannten Lego-Sprache. Lego ist ja überall ein Begriff, auch in Rumänien. Das Zusammenbasteln von gewissen Steinen. Der spricht von der Lego-Sprache. Die Wortbildung ist häufig sehr leicht, zum Beispiel beim Begriff Arzt. Hausarzt, Hautarzt, Tierarzt, Frauenarzt, Zahnarzt. In anderen Sprachen, beispielsweise im Englischen, gibt es für den Medical Doctor Einzelbegriffe. Vet für den Tierarzt, Dermatologist für den Hautarzt, Dentist für den Zahnarzt. Diese Lego-Sprache würde sich eigentlich gut eignen, um neue Gegenstände, unbekannte Gegenstände zu bezeichnen, zum Beispiel in Technik und in der Wissenschaft. Es wird aber kaum genutzt, weil sich Englisch als die Wissenschaftssprache Nummer 1 weltweit etabliert und durchgesetzt hat. Nächster Vorwurf. Die deutsche Sprache ist nicht melodisch, verglichen mit den romanischen Sprachen. Ist nicht sexy, ist nicht erotisch. Das kann man unterschiedlich sehen. Ich stimme dem schon ein bisschen zu, ohne die deutsche Sprache schlecht reden zu wollen. Aber es hat was für sich, wenn man uns diesen Vorwurf oder unserer Sprache diesen Vorwurf macht. Bei den Vornamen beispielsweise und den Namen von Städten beispielsweise trifft diese Feststellung aus meiner Sicht zu. Vergleichen wir Deutsch und Italienisch im Bereich der Vornamen. Meist endet auch bei Vornamen und Städtenamen im Italienischen das Wort mit einem Vokal. Also es ist eine vokalreiche Sprache. Beispiel Venezia. Schon deutlich interessanter wie Venedig. Monaco, München. Milano, Mailand. Oder bei den Zehen, Lago di Constanza, Bodensee. Lago di Como, Comasee. Oder bei den Vornamen, Giuseppe, Giovanni, Luigi, Francesco. Ulf, Olaf, Deutsch. Gut, kann man so und so sehen. Ich habe auf jeden Fall das von Anfang an so gesehen und habe dann bei meinen Kindern einen Kompromiss versucht zu machen und habe meinen Sohn Manuel Leon genannt und meine Tochter Julia Isabella. Gegenbeispiele. Im Unterricht wurde von uns immer verlangt, Füllwörter zu vermeiden. Aber gerade die Füllwörter machen die deutsche Sprache geschmeidiger, flüssiger, netter, freundlicher. Neu in den Ort zugezogene junge Leute oder Familien mit Sohn und Tochter, die kann man fragen, wie heißt du denn? Wie heißt du? Wie heißt du? Oder man kann sagen, wie heißt du denn? Inhaltlich ist nichts gewonnen, aber freundlicher. Einem Sohn einer Tochter, die zu laut Musik hört im Hause, kann man sagen, mach die Musik leise. Man kann aber auch sagen, mach halt die Musik endlich leise. Eine Tochter, die spät nach Hause kommt, mit 16, 17 Jahren, kann man dann im Elternhaus, bevor sie nach Hause kommt, untereinander die Diskussion anstellen,
Jetzt sollte sie aber endlich längst daheim sein. Man kann aber auch sagen, wo ist sie denn bloß? Auch das bloß ist ein Füllwort ohne inhaltliche Ergänzung, aber ich finde, es ist freundlicher. Der ehemalige deutsche Wissenschaftsminister Dr. Heinz Riesenhuber hat häufig den Satz beendet mit dem Füllwort gell. Gell. Gell sagt auch nichts, ist kein deutsches Wort, aber das hat mir ungeheuer gut gefallen. Ich habe in meiner Heimatstadt, wo ich auch Stadtrat war, in Lindau am Bodensee, im Bodensee, gibt es jedes Jahr die Nobelpreisträgertagung. Einmal für die Physiker, einmal für die Mediziner, einmal für die Chemiker. Abwechselnd. Und dann hat er mal, weil auch das Bundesforschungsministerium und Bildungsministerium Sponsor dieser Geldgeber, muss jetzt wirklich aufpassen, weil die nachher auf das Englische kommen, Geldgeber dieser Veranstaltung ist, hat er auch dann ein Grußwort gesprochen. Und nachdem er Physiker ist, hat er bei den Physikern eine Wissenschaftsfamilie vor sich gesehen. Und er hat auch viele gekannt, gerade die deutschen Physiker gekannt. Und dann hat er gesagt zu einem Nobelpreisträger aus Deutschland: Herr Professor Fischer, schon häufig die Erfahrung gemacht, dass die Bürokratie in den deutschen Forschungsinstitutionen sehr lästig ist, gell? Er hat dann keine Antwort erwartet, weil er die Antwort gewusst hat und hat sozusagen weitergeredet und hat einen Haken drunter gemacht, weil er gewusst hat, die Übereinstimmung ist da und hat es mit dem Wort gell, hat er gesagt, Widerspruch, nein, Widerspruch nicht, gell, wir sind einer Meinung. Im Dialog können natürlich die Füllwörter noch viel besser genutzt werden, aber über Dialekte kann ich aufgrund der knappen Zeit heute nicht sprechen, wobei das ein äußerst interessantes Thema wäre. Und zum Dialekt, aber nur eine Sache, die muss ich hier wirklich anbringen, weil mir das so ärgert oder geärgert hat, weil ich bin Professor in Sachsen, Honorarprofessor in Sachsen, in Chemnitz und in Mittweida. Und in den 90er Jahren hat die sächsische Staatsregierung einer Werbeagentur angeboten oder hat den Auftrag gegeben, eine Werbelinie für das Land Sachsen zu machen. Und dann hat man gezeigt, was alles in Sachsen entstanden ist, insbesondere in den 90er Jahren unter der Leitung von dem damaligen Ministerpräsident Biedenkopf, der sehr viel in diesem Land geschaffen hat, auch durch seine guten Kontakte zur Bundesregierung damals. Und deshalb hat man dann die Kultur gezeigt, die Baudenkmäler und auch das, was sich in Sachsen an wirtschaftlichen und finanziellen und industriellen Sachen positiv entwickelt hat. Und am Schluss wäre gewesen, wir Sachsen können alles außer Hochdeutsch. Und das haben die sächsische Staatsregierung beim Überprüfen dieses Konzepts sofort abgelehnt, weil sie gesagt haben, unsere Bevölkerung in Sachsen, das tragen die nicht mit. So selbstironisch sind die nicht. Die sind gekränkt. Und dann hat die gleiche Werbeagentur ein Jahr später ein ähnliches Angebot mit der Werbelinie von Baden-Württemberg bekommen, wo sie dann auch gezeigt haben, was alles für schöne Länder, Regionen, Weinanbau, Tourismus, Kultur und auch Wirtschaft, Bosch, Mercedes-Benz, Daimler, Porsche und so weiter, was auch alles in Baden-Württemberg gibt, also dieses Konglomerat, diese Mischung, mit dem Schlusssatz, mit der Abbindung, wir in Baden-Württemberg können alles, außer Hochdeutsch. Ein Klassiker der Werbung geworden, mit einem ungeheuren Werbegewinn für dieses Land. Aber man muss in der Lage sein, selber über sich zu lachen. Und wenn man
einfach einen Dialekt hat, der nicht überall beliebt ist, dann muss man schauen, was man aus diesem Dialekt machen kann. In Bayern haben wir ähnlich das Problem, natürlich, dass man in Bayern sagt, der Dialekt ist schön, aber sind halt ein bisschen Hinterwäldler, so Bergvolk. Und wenn du zu sehr niederbayerisch oder allgäuerisch oder oberbayerisch sprichst oder oberpfälzerisch, ganz schwierig oberpfälzerisch, weil da auch nicht jeder Bayer das versteht, und dann wirst du halt auch nicht so ernst genommen. Das ist auch nicht fair, aber führt dazu, dass man sich natürlich dann immer mehr der hochdeutschen Sprache annähern muss und ist dann auch, um verständlich zu bleiben, gut. Aber trotzdem wäre, und da komme ich jetzt wieder darauf zurück, wäre es schön, wenn man dem geborenen Dialekt auch mehr Chance geben würde, weil das ist auch ein Zeichen von Vielfalt, kultureller Vielfalt in so einem Staat wie Deutschland. Und da rede ich natürlich, aber natürlich manchmal gegen Windmühlen, weil das nicht überall, auch in der Bildungslandschaft, nicht überall so gesehen wird. Gut. Aber jetzt zu einem Sprachenvergleich nochmal zwischen Deutsch und Englisch. In puncto Erotik ist da natürlich wenig Unterschied, finde ich. Die deutsche Sprache ist korrekt, die englische Sprache ist korrekt, die deutsche Sprache ist unerotisch, die englische Sprache ist fast noch unerotischer als die deutsche, aber auch verglichen mit den romanischen Sprachen, da landen wir in der zweiten Liga. Das sage ich sehr selbstkritisch, aber ist ja, Erotik in der Sprache ist auch nicht alles. Verständlichkeit in der Sprache ist auch wichtig und deswegen ist das ja nur ein Punkt, den man hier im Vergleich benennen muss. Allerdings, wenn man schon, wie ich, zugibt, dass in gewissen Bereichen die deutsche Sprache vielleicht nicht unbedingt in allen Punkten konkurrenzfähig ist, dann muss man dort, wo man konkurrenzfähig wäre, nicht unbedingt selber sich noch das Licht unter den Scheffel stellen lassen. Deswegen habe ich meinen zweiten Abschnitt genannt, die englische Sprachkrankheit. Obwohl sowohl die deutsche wie auch die rumänische Sprache voll ausgebildete Kultursprachen sind, wendet man sich sowohl in Deutschland wie in Rumänien mehr und mehr der englischen Sprache zu, weil sie, wie ich vorher schon erwähnt habe, die Wissenschaftssprache ist und auch durch Politik und alle anderen Sachen, Diplomatie, als die Sprache Nummer 1 sich dargestellt hat. In der Technik, bei den Medien, in der Wissenschaft, in der Bildung sowieso. Der englische Sprachraum, der europäische Sprachraum, Entschuldigung, wird schon seit Jahrzehnten durch eine riesige Flut von Anglizismen und Amerikanismen beeinträchtigt. Auch wenn in den Zeiten der Globalisierung vielleicht die sprachliche Verständigung deutlich erleichtert wird durch so eine starke, allgemein gesprochene Sprache, so liegt aus meiner Sicht doch ein akuter Fall der englischen Sprachkrankheit auch vor, die sicher in ähnlicher Weise auch Rumänien befallen hat. Ohne Englischkenntnisse kann man heute deutsche Zeitungen, Radio- und Fernsehsendungen kaum mehr verstehen. Von Gebrauchsanweisungen, von technischen Geräten, für Haushaltsgeräte, für Maschinen ganz zu schweigen, da braucht man neben den Englischkenntnissen manchmal auch Finnisch, Schwedisch, für IKEA, Schwedischkenntnisse oder auch Japanischkenntnisse. Oder technischen Sachverstand, der mir natürlich gänzlich fehlt. Deswegen bin ich schon auf diese Gebrauchsanweisungen angewiesen. Und wenn ich dann die deutsche Fassung manchmal sehe, dann bin ich auch nicht viel gescheiter, weil das auch ein Deutsch ist, wo
aus irgendwie zusammengebastelt ist, aber sicherlich nicht der deutschen Hochsprache entspricht. Aber zurück zu den deutschen Medien. Wir lesen, wenn wir die deutschen Zeitungen lesen, von Relaxing statt von Entspannung, von Clean statt von sauber oder drogenunabhängig, also nicht abhängig von Drogen, von Vital Interests statt von lebenswichtigen Interessen und man spricht von in 2023 statt im Jahre 2023. Ich mache jedes Jahr ein Liedermacher-Festival mit 4.500 Leuten auf der Klosterwiese von Kloster Banz, wo ich früher tätig war, Bildungszentrum Kloster Banz, wo ich sehr viele deutsche Liedermacher habe, aber auch wegen der Erotik, einige aus Südtirol oder aus Italien, da habe, die das europäische Element darstellen bei dieser Liedermacher-Geschichte, aber das habe ich damals aufgebaut, zusammen mit einem Journalisten und mit dem Liedermacher Reinhard May. Der hat einen Ort gesucht, wo man sowas machen könnte und dann ist es auf die Klosterwiese von Kloster Banz gefallen. Und dann hat sich die Zusammenarbeit 1987 hat begonnen und die haben wir jetzt fortgeführt bis jetzt, Corona-bedingt 2 Jahre nicht, aber bis jetzt in dieses Jahr und auch wird sich weiter fortsetzen. Und der deutsche Liedermacher, eben Reinhard May, dieser Mitbegründer auch dieser, damals hat es geheißen, Songs an einem Sommerabend, wo ich das dann übernommen habe, also voll übernommen habe mit einer neuen Agentur, habe sofort die Songs rausgenommen. Das ist nicht ehrlich, weil der ursprüngliche Manager von dieser Sache, der dann gegangen ist, der hat den Titel gehabt von diesem Festival, also den Titelschutz. Und dann mussten wir sowieso einen neuen Titel haben. Aber dann habe ich mich bemüht, dass wir einen deutschen Text haben. Also das heißt jetzt Lieder auf Kloster Banz, ein Abend mit Freunden. Das macht auch sehr viel Sinn, wenn wir diesen Liedermacher Familien treffen. Und dieser deutsche Liedermacher, oder wenn man es in Englisch sagen möchte, Songpoet oder Singer-Songwriter, kann man so oder so sagen dann. Reinhard May singt in einem seiner Lieder über seine Lieder in deutscher Sprache, über seine Sorge auch um die deutsche Sprache. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, deine Worte sterben aus. Sie sind nicht mehr in bei den Leuten. Hier spricht alles wie Donald Duck und Mickey Mouse. Reporter, Moderatoren, Showmaster wetteifern miteinander, wie sie am besten ihr Schulenglisch unter Beweis stellen können. Nicht mehr Nachrichten, sondern News. Nicht mehr Ereignisse, sondern Events. Nicht mehr Mitteilungen, sondern Messages, heißt es jetzt. Eine Modeschau der Sprache. Ein Showmaster erklärt in einer Unterhaltungssendung eine Kandidatin mit den Worten, Sie sind the winner, zum Sieger und lässt sie durch das Publikum mit Standing Ovations feiern. Täglich wiederkehrende Fernsehserien heißen Daily Soaps und das Gespräch mit dem herausragenden Fußballspieler eines Fußballspiels nach dem Spiel findet nicht in einer kuscheligen Gesprächsecke, sondern im offiziellen Speakers Corner statt, wo auch im Hintergrund im Übrigen, das ist vorgeschrieben von der UEFA, im Übrigen nach der FIFA die zweitkorrupteste Organisation der Welt, meines Erachtens, soweit ich das beurteilen kann, von der UEFA festgestellt, da muss dann überall alle Sponsoren, alle die durch ihre Werbung die Sache mit unterstützt haben, muss natürlich überall an der Werbetafel dabei sein, deutlich zu lesen sein. Und in diesem Gespräch vor diesem, in diesem Speakers Corner, sagt dann
findet dann diese Talkrunde statt. Und da erklärt der, der potenzielle Matchwinner, wie er den Corner direkt verwandelte, indem er ihn Volley über den Kopf des falsch platzierten Goalkeepers heben konnte. Ein anderer Spieler vermutet, dass das Match vor allem deshalb verloren ging, weil der Teamchef die falschen Spieler eingesetzt hat und der vermeintliche Goalgetter versagt hat. Diese Beispiele könnte man beliebig fortsetzen und erweitern. Man kann sicher unterschiedlicher Auffassung sein, wie positiv oder negativ der Einfluss des Englischen auf die deutsche und auf die rumänische Sprache ist, aber man sollte das nicht unerwähnt lassen, was ich jetzt gesagt habe. Zumindest Nachrichtensendungen sollten für die Allgemeinheit in dem jeweiligen Land verständlich sein. Besonders die Mediensprache sollte auch für die Allgemeinheit gewissen Vorbildcharakter haben. Umso mehr ist es aber deshalb notwendig, über den Wert der Sprache nachzudenken, in der auch Unterhaltung und Information vermittelt werden. Es ist schon zu bedenken, wenn in Bahnhöfen einfach wegen der Verständlichkeit von Deutschen, von Rumänen, wie aber auch von Ausländern, nur noch von Meeting Points, von Service Points zu lesen ist, überall Shopping Centers aufmachen und das alte Bürger- oder das alte Straßenfest nur noch als Come-Together oder als Get-Together stattfinden kann. Und in Unternehmen wird ein Meeting oder ein Updating mit einem entsprechenden Brainstorming eingeleitet, mit einer PowerPoint-Präsentation mit Beamern und Laptop selbstverständlich illustriert und nach 3 Stunden durch ein Coffee Break unterbrochen, bevor die Veranstaltung nach einem Updating der Meeting Papers mit einem Dinner beendet wird. Für viele mögen dies nur Sommersprossen im Gesicht der eigenen Sprache sein, für andere ist dies aber schon ein beachtlicher, bedenklicher, unangenehmer Pickel oder es sind auch Narben, die dort feststellbar sind. Deutsche und rumänische Sprache, wie ich vorher schon erwähnt habe, sind volle Kultursprachen und haben auch alle Anforderungen dafür erfüllt. Das trotzdem, wenn sich mehr und mehr Wissenschaftler, vor allem die Naturwissenschaftler, der englischen Sprache zu. Diese Tendenz ist aber auch in den Medien und in der Bildungslandschaft deutlich feststellbar. Wissenschaftler und Medienvertreter halten ihre Vorträge in Englisch, publizieren in der Regel in Englisch und machen so die Ergebnisse ihrer Forschungen der Gesellschaft nicht mehr in ihrer Heimatsprache zugänglich. Vor allem in den Naturwissenschaften und auch im Bereich der Ingenieurwissenschaften und auch in dem Bereich der neuen Technologien. Die Zahl der Anglizismen in der deutschen Sprache steigt stetig. Sind es derzeit, ich habe nicht die genauen aktuellen Zahlen da, aber sind es derzeit etwa 4.000, so wird die Zahl sicherlich weiter anwachsen. Dank der Popkultur, dank der Computertechnik, dank des Internets und anderer Neuerungen. Aus Zeitgründen gehe ich auf 2 Problembereiche nicht ein, die es aber wert wären, ausgiebig diskutiert zu werden. Erster Punkt, die Problematik mit dem Sprachfluss durch das Gendern. Zweiter Punkt, die Forderung nach Political Correctness im verschärften Sinne. Die Forderung nach Political Correctness in der deutschen Sprache. Da bin ich auch der Auffassung, dass man nicht jedes Wort, wo man früher locker drüber
weggegangen ist oder ausgesprochen hat, dass man das unkritisch ausspricht. Aber ich bin auch nicht dafür, dass man das Kind mit dem Bade ausschüttet, so dass man alles überhöht, auch die Political Correctness. Es kann nicht sein, meines Erachtens, aber es geschieht von manchen so, dass man beim Essen keinen Mohrenkopf mehr bestellen darf, weil das den Rassismusvorwurf erhärtet, dass man in einer Speisekarte, wenn man ein Zigeunerschnitzel findet, dass man das auch nicht bestellen darf, weil auch das Begriff Zigeuner natürlich nicht mehr gebraucht werden darf. Und dass man auch den Toast Hawaii nicht mehr bestellen darf, sondern das einen anderen Titel bedürfen muss, weil das Toast Hawaii irgendwie gedanklich mit dem Kolonialismus dann gebraucht werden könnte. Meines Erachtens nachdenken über solche Sachen, aber nicht über das Ziel hinausschießen. Anmerkung meinerseits, wer politisch korrekt sein will beim Bestellen von Speisen und Getränken und dazu aber auch noch Lebensmittelunverträglichkeiten hat, also Allergien, der wird sich künftig sehr, sehr schwer tun, ein umfassendes Speiseangebot für sich zu finden. Die Frage nach der Zukunft der deutschen und der rumänischen Sprache ist auch vor dem Hintergrund des Zusammenwachsens Europas sehr interessant. Was wird aus Europa? Ein Superstaat mit einer Superbevölkerung und einer einzigen Sprache, nämlich dem Englischen? Oder wird es ein Europa werden der Mehrsprachigkeit, die die Vielzahl der sprachlichen Möglichkeiten auch nutzt? In den europäischen Verträgen hat sich die Europäische Union jedenfalls für die Entwicklung einer europäischen Mehrsprachigkeit eingesetzt. Da haben schon die Franzosen und die Spanier dafür gesorgt. Und auch die Italiener. Aber da ging also von den Engländern nicht so viel Gefahr aus, weil eben da auch eine Gegenbewegung da war. Ich glaube, man muss trotzdem aufpassen, dass unsere Sprache nicht ersetzt wird durch ein globalisiertes Englisch, das sich im Übrigen von dem englischen Shakespeares erheblich unterscheidet. Spötter sagen deshalb, Englisch ist keine Sprache mehr, sondern nur noch ein Verständigungsmittel. Verfällt nun die deutsche Sprache oder auch die rumänische Sprache? Ich meine, sprachliche Fähigkeiten können verfallen, nicht aber die Sprache selber. Die Sprache ist kein Organismus, der zerstört werden könnte. Allerdings kann sich das Sprachverhalten der Menschen durchaus im Laufe der Zeit, vor allem mit dem Gebrauch vieler, wie jetzt, englischer Ausdrücke oder amerikanischer Ausdrücke, so kann sich die Sprache im Laufe der Jahre deutlich in bemerkenswerter Weise verändern. Nach einer Untersuchung des Instituts der deutschen Sprache zur Sprachentwicklung sind in den letzten 20 Jahren 1500 ungefähr neue Ausdrücke gebräuchlich geworden. Und von diesen 1500 sind etwa 40% reine Anglizismen, weitere 30% sind Mischbildungen, etwas Deutsch, ein bisschen Englisch, Beispiel der Push-Up-Büstenhalter. Die übrigen 60% sind Neubildungen ohne englische Anteile, zum Beispiel der Besserwessi. Das ist der Westdeutsche, der stets darauf Wert legt, dass er der bessere Deutsche ist als der Ossi. Die Datenautobahn, also Datenautobahn, die breite Möglichkeiten durch Breitbandverkabel und alles Mögliche und Internet, hier Daten zu vermitteln. Die Datenautobahn. Der Warmduscher. Der Warmduscher ist ein bisschen ein Schwächling, der also nicht bereit ist, kalt zu duschen, weil er sagt,
das muss ich nicht haben. Also ein Verweichlichter, der Warmduscher. Oder ein ganz interessanter Punkt, der Landeklatscher. Der Landeklatscher ist ein Tourist, der bei jedem Flug, der landet, dann dem Pilot Applaus klatscht und seine Begeisterung, dass er ordentlich gelandet hat, Ausdruck gibt, ist in Ordnung, ist sympathisch, aber er hört sie gar nicht und es ist auch sein Job, dass er anständig landet und deswegen ist das schon ein interessanter Phänomen, gerade bei normalen Flügen, bei Linienflügen ist es nicht so verbreitet, aber bei Tourismusflügen ist es nach Mallorca oder Fuerteventura, da gibt es da schon Stimmung in der Bude, wenn dort hier der flach landet und anständig hier zum Stehen kommt, der Flieger. Darüber hinaus wurden viele Wörter wie Job, Star, Swimmingpool, Fair oder Joggen einfach im Deutschen eingebürgert. Die Anziehungskraft von anglophonen Fremdbezeichnungen hat bemerkenswerte Eigenkreationen gebracht, die im Englischen gar nicht existieren. Twen, Smoking, Jobben, Chatten, Showmaster oder eine ganz andere Bedeutung haben, wie zum Beispiel das berühmte Public Viewing, das in Deutschland gebraucht wird, wenn bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ein Lokal sagt, heute Abend wird das Spiel bei uns original, um nicht zu sagen live übertragen und laden die Gäste dann ein, also öffentliches Fernsehschauen. Und im Englischen, wer weiß, was im Englisch Public Viewing heißt, das ist die öffentliche Aufbewahrung von Toten. Also so, dass man die Toten nochmal anschauen kann. Das Leichenschau, genau. Also durchaus ein anderer Begriff, sehr, sehr neu gebraucht. Und nicht nur angelehnt an das, was im Englischen die ursprüngliche Sinn ist. Alles ist interessant. Anglizismen sind aber auch Pullover, Streik oder Pudding. Sie sind aber längst im Deutschen alltäglich geworden. Besonders in der Werbung versucht man, mit englischen Ausdrücken oder Bezeichnungen ein Produkt besonders den Hauch von weltweitem Anspruch zu geben, beispielsweise bei der Zigarettenmarke Let's Go West. Vielleicht ist der Verfall der sprachlichen Fähigkeit auch ein kleines Anzeichen der gesellschaftlichen und kulturellen Verfalls und des gesellschaftlichen Verfalls. Und da liegt unter Umständen auch der Ursprung schon in der Schule. Sprachliche Fähigkeiten verkümmern nämlich, wenn die Schüler nicht mehr lesen und nicht mehr schreibend mit der eigenen Sprache umgehen können. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Optimist bin. Deshalb sehe ich auch immer wieder Hoffnungszeichen in der deutschen Sprache. Trotzdem soll man andererseits auch die wahren Zeichen nicht übersehen. Denn die Sprache, sowohl die deutsche wie auch die rumänische Sprache, sind beides Messlatten für unsere eigene Kultur und für unsere eigene Identität und auch für unsere eigene Heimat. Machen wir uns also deshalb nicht schwächer, als wir sind. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte um Widerspruch. Der Einfluss durchs Englisch kommt natürlich durch die Globalisierung und auch durch Amerika, aber natürlich auch in der EU als Staatenbündnis. Glauben Sie, dass durch den Brexit
zum Beispiel Deutsch und Französisch als bevölkerungsreichste Länder in der EU stärker werden können und dadurch eine größere Rolle bekommen können, oder? Das glaube ich nicht, was das Deutsche anbelangt, nicht was das Französische anbelangt, auch noch begrenzt, weil sich das einfach in den letzten 30 Jahren so entwickelt hat, dass Englisch die Hauptsprache ist, auch was Politik anbelangt, was Diplomatie anbelangt, was Technik anbelangt und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich nicht, dass man dieses Rad nochmal zurückdrehen kann. Natürlich wird man versuchen, die eigene Sprache im europäischen Kontext zu stärken, und das ist auch notwendig. Also man soll sich nicht, wie dein Abschluss gesagt hat, schwächer machen, als man ist. Und auch mit Selbstbewusstsein die eigene Sprache, Kultursprache verteidigen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt im Flugverkehr, wo man also als Landeklatscher eine Begeisterung mit dem Applaus ausdrückt, dass im Flugverkehr der Pilot mit dem Tower in Englisch, dann in Deutsch, in Russisch oder was auch immer in Französisch ist, abwechselnd Kontakt aufnimmt. Das sind einfach Sachen, wo sich so festgelegt hat, und in der Wissenschaft, was ich gesagt habe mit dem Publizieren, da glaube ich auch, dass das nicht zurückzubringen ist, das Rad, sondern weiter auch in die Wissenschaftssprache das Englische einfach so akzeptiert werden muss. Aber es ist tatsächlich eine interessante Geschichte, wenn man im Europäischen Parlament zuhört oder mitbekommt, nämlich wie viele Sprachen, offiziellen Sprachen hier in Deutschland sprechen, wie viel oder übersetzt wird, selber schon immer in der Englischen, und was für den Aufwand gegeben wird, um allen gerecht zu werden. Da meine ich auch, dass man manchmal ein bisschen auch übertreibt, aber ich verstehe jedes Land, das so sagt, wir kommen aus dem Baltikum, wir sind Mitglied der EU, haben zwar weniger Einwohner wie Deutschland oder wie Frankreich, aber wir haben auch unsere Anspruch. Und das finde ich auch wieder anders als gut, weil ich, was Europa betrifft, immer die Sorge habe, dass die kleineren Länder, die wirtschaftlich schwächeren Länder, manchmal das Gefühl haben, sie werden ausgegrenzt. Und Europa hat nur eine Zukunft, wenn sie, das habe ich anfangs schon gesagt, nicht nur als große Industrieblock, als Wirtschaftsblock gelten kann, sondern wenn sie auch alle Staaten und alle Bürger dieser Staaten mitnimmt, als ehrliche Gemeinschaft, und denen auch das Gefühl gibt, sie sind auch gleichrangig mit Europa. Deswegen sage ich auch, die Sprache vielleicht lieber breiter aufgestellt als nur Englisch. Und jetzt auch aktuell, auch Ukraine zum Beispiel, das nochmal auf Ukrainisch sprechen zu kommen, da war ich sehr froh zum Beispiel, das hat mit der Sprache weniger zu tun, aber mit der Vielfalt Europas, dass im Mai, Ende Mai glaube ich war es, wo Herr Scholz und Herr Macron entschieden haben, zu Zelensky zu reisen, dass Klaus Johannes gereist ist, weil damit aus meiner Sicht sehr gut dargestellt wurde, dass auch die kleineren mitteleuropäischen Staaten ein wichtiger Teil dieses Europas sind und auch mitentscheiden müssen, wenn es darum geht, wie man sich in diesem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, wie man sich da verhält. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich endlich sagen. Und da möchte ich, dass solche Zeichen öfters da sind. Und wenn ich organisiere mit zwei ukrainischen Damen in Süddeutschland, also in Bayern, hauptsächlich die Ukraine der Demonstrationen. Und da bin ich dann immer begeistert.
Ansatz, wenn ich sehe, wie die baltischen Staaten oder Leute auch mit Fahnen von Lettland und Litauen und von Estland da sind, mit welcher Begeisterung sie sich hier einsetzen. Und ich war im Mai in Temeswar bei einer internationalen Medienkonferenz von der Vereinigung europäischer Journalisten, und wo dann die Ukraine als Thema war, wie da die Delegation aus Polen, Delegation aus Bulgarien, wenn man die gesehen hat und auch die aus dem Baltikum, wie die Sorge haben wegen dem Krieg gegen die Ukraine oder in der Ukraine, dann würde ich mir wünschen, dass wir Deutsche das auch sehen würden, die dann sagen, das geht uns nichts an, wir verlieren daran Lebenswohlstand, nur weil der Krieg da ist. Wie sollte man sehen, wie die Länder, wie Polen oder Rumänien oder Baltikum oder Bulgarien, die sie hier sind direkt betroffen sind, regional betroffen sind, wie die Befürchtungen hier haben. Ich will aber zurückkommen, das ist eine Sorge, die Kopfhörer beschäftigt, die sprachliche Geschichte, dass Europa nicht mehr vielleicht so mit einer Zunge spricht, weil einige sagen, die Deutschen, die Franzosen machen so, was sie wollen, und wir können da nichts machen, das darf nicht sein. Da muss jeder mitgenommen werden, insbesondere wenn jetzt auch dann die Frage von denen, die sollen auch nochmal aufgenommen werden. Das Englische hat in der Wissenschaft, also sagen wir in den letzten 50 Jahren, ist es zur Hauptsprache in der Wissenschaft geworden. Vorher konnte man sehr gut auch in der deutschen Sprache publizieren, und das ist hauptsächlich der Grund dafür, ist, dass die amerikanischen Wissenschaftler hochspezialisiert sind, aber keine Allgemeinbildung haben. Und das kann man sehr gut verfolgen. Wer nicht Englisch publiziert, wird einfach zurzeit gar nicht mehr wahrgenommen. Und gepunktet wird man nur, wenn man Englisch publiziert. Aber das war vor 50 Jahren nicht so. Es gab noch vor 50 Jahren Zeitschriften, also wissenschaftliche Zeitschriften, die in Deutsch erschienen sind, die aber heutzutage sich total geändert haben. Und sogar der Titel ist gar nicht mehr eine deutsche Zeitschrift, sondern ist auch alles in Englisch. Aber das ist einfach davon zurückzuführen, dass eben die Amerikaner keine Fremdsprachen können. Und das hat dazu geführt, dass in der Wissenschaft nur noch Englisch gesprochen wird. Es gibt natürlich auch große Unterschiede in den Sprachen, wenn man schimpft. Ja? In der deutschen Sprache kann man kaum schimpfen. Das geht viel, viel besser in einer anderen Sprache. Wenn Unterschiede, ich habe vorher von meinem Festival erzählt, von meinem Liedermacher-Veranstaltung, von dem Konzert. Und da bin ich immer froh, wenn Italiener Südtiroler da sind, die nicht nur Deutsch sprechen, also der Südtiroler vielleicht schon, aber das sind auch Italienisch, aber wenn Österreicher da sind. Und Bayern da sind, die singen im Dialekt, weil Österreich ist ein, was die deutsche Freiheit ist viel wärmer, wie wenn ein Herz hier entsprechend gleiches inhaltliches Lied bringt, und deswegen zeige ich immer, es muss mindestens ein Südtiroler und ein Österreicher da sein und ein Bayer bei den 9 oder 10 Interpreten, die dann da bei diesem Konzert an dem Abend auftreten, damit sie ja auch das Barmherzige in der deutschen Sprache da ist. Wobei man dann nämlich auch sagen kann, einer hat mal gesagt, ein Liedermacher, der den Nachwuchspreis von mir bekommen hat, hat gesagt, man hört mich, ich bin aus der Schweiz, aber habe jetzt lange in Wien gelebt und lebe jetzt in Berlin. Und man sagt immer, die Berliner sind so unfreundlich und die Wiener sind so charmant und so freundlich. Es stimmt schon, auf den ersten Blick sind die Berliner schon etwas schroff,
das stimmt schon. Die Wiener auf den ersten Blick sind sehr charmant und zugänglich, aber sie meinen es nicht so. Ja, danke. Ich erinnere mich jetzt, was Klaus Fabricius gesagt hat, dass ein Pfarrer in Heltau bei Hermannstadt, glaube ich, es war Ende des 18. Jahrhunderts, sich so erfreut zeigte über die österreichischen Transmigranten, die da gestrandet waren, wegen ihres evangelischen Glaubens, quasi Glaubensdeportierte, dass die so eifrige Kirchgänger wären und so weiter und dass die Siebenbürger Sachsen die Kirche nicht besuchen würden und im Übrigen auch übel walachisch fluchen würden. Also apropos zu der... Aber eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus. Wie wird es wohl werden? Das Interessanteste ist immer die Frage nach der Zukunft. Was Sie skizziert haben, ist zum Teil ja auch das Wegbrechen ganzer Gesprächssituationen oder Sprachgebrauchssituationen, also mir fehlt jetzt ein bisschen das Vokabular, aber das Wissenschaftsdeutsch ist auf dem Rückzug, sagen wir mal, und das betrifft alle anderen Sprachen in Europa auch und nicht nur, die einerseits, in welche Richtung schätzen Sie, dass sich die ganzen technischen Neuerungen, angefangen von DeepL und jetzt seit neuestem mit diesem, wer ist diese Kiste da, NGPT oder so irgendwie, in welche Richtung wird sich das entwickeln? Wird das den Gebrauch, das ist letztlich eine Frage der verschiedenen Muttersprachen, ob die überleben werden oder ob die durchs Englische ersetzt werden oder nicht? Das sind... Was macht Europa da? Haben die eine Strategie der Mehrsprachigkeit? Haben sie keine? Auf der anderen Seite gibt es diesen guten Spruch, you have an army, there is a language. No language, no army. Und diese Frage ist auch wieder eine, die dieses Europäische sowohl als auch, einerseits will man alle Sprachen behalten, aus rechtlichen Gründen, aus pragmatisch-militärischen bräuchte man vielleicht nur noch eine. Und das Ganze sage ich vor dem Hintergrund, dass mein Jüngster in der Pandemie durchs viele Handy gucken Englisch gelernt hat. Und der war 7. Ohne Lehrer, ohne nichts. Und der redet jetzt. Es gibt Situationen, die beredet der nur noch auf Englisch. Direkt. Egal mit wem. Wohin geht die Reise? Man kann ohne Profil sein, nicht genau sagen, wohin, aber es ist schon so, wie Sie vollkommen richtig gesagt haben, in den letzten 50 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich zumindest in Westeuropa und seit dem Wegfall des Eisernen Vorhangs auch nach dem Zurückdrängen der russischen Sprache in verschiedenen Ländern und des Einfalls auch der englischen Sprache nach, ist natürlich Englisch so stabil als vorherrschende Sprache geworden, dass da auch kein Weg zurück gibt. Das ist richtig wahr. Aber es ist natürlich schon so, dass es immer so Inseln gibt oder solche Entwicklungen, wie beispielsweise vor einigen, von 20 Jahren vielleicht, auch hier in Rumänien, auch in anderen Ländern, in Deutschland vielleicht nicht so sehr, hat es viele Leute gegeben, die plötzlich Spanisch oder Portugiesisch verstanden haben. Nicht, warum? Vom Fernsehen die Telenovelas aus Brasilien, die da gekommen sind, die haben die angeschaut, die 13-, 14-Jährigen, und haben dann Schritt für Schritt dann eben Portugiesisch gelernt, nicht optimal, aber zumindest hat er verstanden, und sonst hätte er am nächsten Tag gar nicht mitreden können in der Schule, weil er die Inhalte verstanden habe. Oder bei Französischen natürlich auch, dass die das schon gar nicht zulassen, dass nur Englisch gesprochen wird. Deswegen habe ich mich auch, weil ich der französischen Sprache überhaupt nicht mächtig bin, habe ich mich immer so unwohl wie in Brüssel gefühlt. In Frankreich bin ich schon gleich gar nicht hingegangen, weil ich da, wenn ich Französisch spreche, da habe ich mir gar nicht geantwortet. Das kann ja in Bayern natürlich auch passieren, wenn du nicht Bayern sprichst, dann sagst du mir auch, gut, du hast Zeit weg.
frei. Und deswegen lernen die auch ungern Englisch. Nur was notwendig ist, das ist auch ein kleiner Vorteil da, dass solche Sprachen eben auch stabil bleiben in ihren Heimatländern. Oder wo eben Französisch gesprochen wird. Und natürlich auch in den Ländern, wo früher die Kolonialzeit diese Sprache auch gesprochen wird. Also wie die Reise weitergeht, das weiß ich nicht, aber das Englische ist halt nun mal die vorherrschende Sprache und durch diese Technik- und Wissenschaftsentwicklung, wo die englische Sprache die Sprache Nummer eins ist, wird es sich weiter so entwickeln und bewusst eben schauen, dass die anderen Sprachen auch Dialekte, die weiter gepflegt werden müssen. Und da liegt es natürlich nicht nur an der Schule, wo dann viele Lehrer sagen, Dialekt sprechen ist schlecht. Wie ich vorher im Einzelnen mit Füllwörter gesagt habe, so gilt es beim Dialekt auch. Die müssen Hochdeutsch sprechen oder Dialekt ist schlecht, dann kommt ihr Beruf nicht weiter. Und das finde ich nicht in Ordnung, weil Dialekt ist was Wichtiges, auch als kulturelle Identität. Und ich habe zum Beispiel einer meiner ehemaligen Stipendiaten, ist der stellvertretende Ministerpräsident in Bayern, der Hubert Aiwanger. Und der wird immer gehänselt, weil er so niederbayerisch spricht, ob und schock und so weiter. Aber ich finde, das ist Zeichen seiner Zugehörigkeit zu seiner Region. Und er demonstriert das auch. Er macht eine, er will gar nicht Hochdeutsch lernen, weil er damit sich. Er macht sich in dieser niederbayerischen Identität, macht es keinen an. Und wir haben das auch richtig, und das Problem ist natürlich, aber auch in der Familie, nicht in der Schule, weil es wird heutzutage natürlich nicht mehr in der Familie musiziert, so Heimatabende. Es gibt aber auch diese, vielleicht noch in einzelnen Bereichen gibt es auch diese regionalen Zusammenkünfte von Landsmannschaften, die gibt es auch immer weniger, weil das alles sich mehr und mehr vermischt. Und das spricht natürlich auch dafür, dass Kultur in der Region, dass Sprache, Dialekt in der Region, alles durchgeführt wird. Was Vorteile hat, aber viel mehr Nachteile, finde ich. Weil das war so schön regionale, kulturelle Identität, das ist das so also Heimat. Das würde ich ungern gegenüber einem allgemeinen Englischen oder einem Hochdeutsch opfern wollen. Der Aufgeschlossenheit für Fremdsprachen, natürlich nicht generell, aber doch möglich für viele, dadurch, dass Filme nicht also mit dem Originalton gesendet werden und drunter Schrift. Und auf diese Art und Weise haben viele Kinder, Jugendliche oder auch ältere Leute die eine oder andere Sprache begonnen zu verstehen und so weiter und so fort. Sogar vor 89, als man nur noch die Bulgaren empfangen konnte hier in Rumänien, gab es welche, die schon ziemlich gut alles verstehen konnten. Mein Mann zum Beispiel hat mir manchmal übersetzt, was da läuft, denn ich hatte keine Vorkenntnisse mit Russisch und solche Sachen. Also das ist auch eine Sache, die ich so in diesem ganzen Kontext, wo wir alles Mögliche ja aufgeben sollen, auch ein Gegenbeispiel, das natürlich lokal ist. In Deutschland war es vollkommen unüblich, dass du, wenn du eine Fernsehsendung hattest, dass es nicht sofort in deutscher Sprache synchronisiert wird. In anderen Ländern, wo vielleicht auch die Fernsehsender dieses Geld auch gar nicht hatten, war das vollkommen üblich, dass man mit Untertiteln, mit Bauchbinden das laufen ließ. Und damit, und wenn die Leute auch nichts anderes kennen, dann gewöhnen sie sich an sowas und hören sozusagen zwei Prozent zweisprachig. Also das hat schon auch seine Vorteile gehabt, was diese Sprachkompetenz anbelangt. Aber in Deutschland war es eben, wie üblich, du hattest keinen, außer so minimale Ausschnitte,
keine Fernsehsendung, kein Spielfilm akzeptabel bringen können, wenn du den eben einer anderen Sprache mit deutschen Untertiteln machen. Hätte niemand angeschaut. Schade. Andererseits ist es aber auch komisch, wenn man gleichzeitig welchen Schauspieler plötzlich in der anderen Sprache. Das ist richtig, das habe ich ein paar Mal mitbekommen, bei den deutschen Krimis, die sehr stark exportiert wurden. Und wenn du dann den Derek oder wie die einzelnen Kommissare in Deutschland, die da als Serie über Jahrzehnte gelaufen sind, wenn du den dann in Koreanisch hörst, das ist wirklich so toll, also toll, aber auch ungewöhnlich, weil du hast ja diese Originalstimme gewöhnt. Während du in Englisch, du weißt ja, die ganzen Schauspieler, die haben halt auch ihre deutschen Synchronsprecher. Aber die haben auch eine ähnliche Stimme wie die Originalsprecher werden in Japan, ja, man weiß jetzt nicht, aber in Korea oder so, das ist egal, wer halt gerade spricht, egal was du für eine Stimme hast, der wird halt nie gesetzt, der gerade Dienst hat. James Bond war gut. Genau, das ist auch noch. Es gibt noch einen Wissenschaftszweig, wo die deutsche Sprache noch nicht ganz verschwunden ist, das ist die Philosophie. Ja. Alle hochrangigen Philosophen müssen Deutsch können, sonst geht das nicht. Das ist, glaube ich, die einzige Ausnahme, wo das Englische noch nicht überhaupt wird. Und die Legalisten. Das mag auch daran liegen, dass die englische Sprache immer dann, wenn es interessant wird, in einer wissenschaftlichen Diskussion sagt, hau einfach. Und dann fängt der deutsche Philosoph an, mit einem scharfen Schwert seiner Sprache herumzusetzieren. Aber es ist schon interessant, wenn man sowas sieht. Und ich habe ja vorher schon mal die Nobelpreisträger dargestellt, wo ich jedes Jahr früher da war, weil ich in der Stadt tätig war als Kommunalpolitiker. Und dann war ich nochmal eingeladen bei den auf dieser Insel Mainau, weil das Insel Mainau und der Onkel des schwedischen Königs, der hat das initiiert, den Nobelpreisträger, weil nach dem Krieg wäre keiner nach Deutschland gekommen, außer dieser Nobelpreisträger zu einer Tagung. Deswegen habe ich gesagt, wir machen das auf der Insel Mainau, die gehört dem schwedischen Staat, dem schwedischen Königshaus. Und eigentlich hat man es in Lindau gemacht, aber hat Anfang und am Schluss ist auf der Insel Mainau gemacht. Da war dann jemand essen. Und das ist hochinteressant für mich auch dann diese Nobelpreisträger, weil sie sagen, von der Bildung her und so weiter, die sind da, also der Normalamerikaner vielleicht, der ist da nicht interessiert an der Fremdsprache und so, aber ich habe das festgestellt, bei diesen Nobelpreisträgern, die alle in der naturwissenschaftlichen Bereich waren, das sind solche bescheidene Leute gewesen. Und der hat zum Beispiel einen, der bei mir am Tisch gesessen hat, ein Nobelpreisträger, der war so bescheiden und dann habe ich nicht von ihrem Vortrag gestern verstanden, aber die Leute, die 600 jungen Wissenschaftler waren begeistert von diesem Vortrag und sagten, ja, aber er ist selber überrascht manchmal, weil er findet das gar nicht so interessant und diese Tatsache, dass er den Nobelpreis bekommen hat, würde sagen, 25% seine eigene Leistung, 25% der Zufall, dass das Nobelpreiskomitee gerade seine Forschung interessant gefunden hat, hätte genauso jemand anderes feststellen. 25% dank eines chinesischen jungen Wissenschaftlers, der in seinem Team gearbeitet hat, der 24/7, also 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, ohne Aufforderung an der Sache gearbeitet hat und die letzten 25% eines koreanischen Studenten, Wissenschaftler, Assistenten, der das genauso gemacht hat. Ich will damit sagen, auch in der Wissenschaft, das hat mit der Sprache nichts zu tun, geht auch nur was, wenn man es international sieht und diese Kooperation international vorantreibt. Deswegen, wenn es halt nur in Englisch geht, um diese Brücken am besten zu überwinden, dann sei es nur, wenn man dann auch den meisten Erfolg hat.
Es war sehr interessant, dass nach der Wende in Bukarest die Leute haben nicht Englisch gelernt, sondern Deutsch. Sowohl bei uns, auch im Goethe-Institut. Es waren 29 Kursteilnehmer in einer Gruppe und überall, auch in meinem Büro, auch in den beiden Bibliotheken, auch im Ausstellungsraum, waren deutsche Sprachkurse. Und in 2011 haben wir, in diesem Jahr haben wir 2050 Kursteilnehmer. Und Englisch, also Englisch haben wir 15 Gruppen und 35 Gruppen Deutsch, für deutsche Sprache. Das ist sehr gut, dass Sie das sagen, Frau Dudium, weil das ist eine Sache, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich bin Mitglied der ukrainischen Deutschlehrer- und Germanistenvereinigung. Das ist eine der wenigen Deutschlehrervereinigungen, die auch die Professoren, also die Germanistikprofessoren und Dozenten erinnern und umgekehrt auch die Deutschlehrer an den Gymnasien und in den Schulen. Das ist ganz, ganz toll. Und da ist jedes Jahr, meistens in der Westukraine, jetzt sowieso, also wenn es stattfindet, nicht mehr in Donetsk bedürftig, sondern nur noch in Lemberg und in Ivano-Frankivsk und in Uschgorod und in Czernowitz wird es sein. Das sind diese Tagungen. Und da bin ich so glücklich, dass diese Zusammenarbeit zwischen den Professoren und den Schullehrern da steht, weil die Schullehrer, die sind an der, also jetzt die kriegerische, sondern sind an der Front vor Ort. Die haben die ganz, ganz schwere Aufgabe, die dann an die Universität kommen und Deutsch lernen. Das sind schon die mit Herzen dabei sind. Aber den Leuten in der Schule Deutsch zu vermitteln, das sind die großartigen Kämpfer für die deutsche Sprache. Und dann war dann vor 3 Jahren, also vor der Corona-Zeit, war dann in einer der Arbeitsgruppen, waren 2 Professoren aus Deutschland, die mir die Universität nicht sagen, sonst kriege ich das raus. Und die waren dann so sauer, dass weil ich dann für einen 15-Minuten Vortrag von einer Deutschlehrerin oder von mehreren Deutschlehrern. Die haben halt dann, die waren so begeistert über das Thema, das sie mir vorstellen, da haben sie halt was zitiert von anderen Forschungen und das nicht so gekennzeichnet. Da kann ich nicht mehr hin, wenn da die so verbale Plagiaten da sind. Dann habe ich gesagt, das ist ein Erfolgserlebnis, wenn die sagen, wir rüsten uns dort wieder auf, mental, wenn wir da sein können mit den Professoren und so weiter, und wenn wir wieder in die Schule gehen. Das ist so was Tolles, dass diese Zusammenarbeit, da kann man nicht arrogant wie ein deutscher Germanistikprofessor hingehen und sagen, das ist nicht wissenschaftlich genug. Da muss man sagen, das ist es, wo wir fördern müssen, dass also eine Schule vor Ort die Lehrer und die Lehrerinnen stärken. Ich möchte mich sehr bedanken, ich möchte Ihnen sehr danken für diesen Vortrag und ich hoffe, dass Sie werden im Schlerhaus noch einen Vortrag halten, besonders im Juni, als wir das Jubiläum feiern. Sehr gerne, sehr gerne.